Moin moin, wir wollen heute Aubergine als Beilage zubereiten. Rezept an sich ist ganz einfach. Man nehme eine Aubergine, ein paar Tomaten, ein bisschen Mehl zum Anbraten, dann Käse, Knoblauch, Mayonnaise, Chilipulver, Pfeffer und Salz. Die Aubergine wird in relativ dicke Scheiben geschnitten. So sieht das Ergebnis aus. Ein paar Stückchen Knoblauch, einfach nach Geschmack. Das Ganze wird mit der Hand zerquetscht und das geht am schnellsten dann mit dem Schälen. Dann wird das Ganze durch die Knoblauchpresse gejagt. Weiterhin wird zerriebener Käse der Schüssel beigegeben. Die Käsesorte sollte schon irgendwo neutral sein, also nie so dominant. So ein bisschen Salz nach Geschmack, so ein Teelöffel. Dann etwas Chilipulver, so ein Teelöffel. Auch nach Geschmack, wie ihr mögt. Etwas Pfeffer. Ihr könnt auch etwas Trockendill beigeben. Und jetzt so viel Mayonnaise beigeben, dass das Ganze mehr oder weniger cremig wird. Ihr könnt auch so ein bisschen Olivenöl mit beimischen. Die Auberginenscheiben werde ich in meiner Eisenpfanne anbraten. Da muss auch ordentlich Öl rein, also das Ganze wird mehr oder weniger frittiert. So, nun werden die Scheiben in Mehl gewälzt und dann angebraten bzw. frittiert. Die Pfanne immer wieder schwenken, damit die Auberginenscheiben nicht anbrennen. So, nun werden die Tomaten in Scheiben geschnitten. Die Tomaten sollten schon frisch sein und mehr oder weniger duften. Das ist quasi die dritte Ebene von dem Snack. Nun basteln wir uns so einen Auberginenburger. Man nimmt halt so eine angebratene Auberginenscheibe, bestreicht das mit Käse, wie gezeigt, und dann legen wir eine Tomate drüber. Das Ganze wird als Beilage zum Hauptgericht gegeben. Oder man kann das anstatt der Chips so zwischendurch, ich sag mal, beim Fernseher gucken, vertilgen. Ich bin mir ziemlich sicher, das Gericht ist in Deutschland mehr oder weniger nicht bekannt, also das ist schon relativ exotisch. Aber wir wollen nicht wieder irgendein Steak zum tausendsten Mal nachgrillen. Also ich zumindest nicht. Oder besser formuliert, nicht mehr. So sieht das Ergebnis aus.
probiert es einfach. Das wird euch umhauen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mich gerne abonnieren, liken, disliken, wie auch immer. Bis demnächst.